Dies ist unsere allgemeine Definition vom Weg zum Erfolg. Ein Haus, ein schickes Auto, teure Kleidung, Geld. Doch ist das alles, wonach wir im Leben streben sollten? Erfolg. Ja, auch wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, dass ich es erreiche. Erfolg ist, wenn ich genug Geld habe, um privat gut zu leben. Diese Einstellung hatte auch Margit Wolf. Sie wollte Familie und Job unter einem Hut bringen. Sie wollte in beidem erfolgreich sein. Doch bald wurde der Druck zu groß. Burnout. Die Diagnose traf mich durchaus unvorbereitet. Man hat immer schon vom Burnout gehört, aber dass man ihn selber bekommt, das lag ganz in weiter Ferne. Hektik und Stress im Alltag sind bei uns gang und gäbe. Von Anfang an werden wir jedoch dahin erzogen, dass es nur einen Erfolgsweg, den im Job, gibt. Dabei versteckt sich der Erfolg auch in den kleinen Dingen im Alltag. Wenn Sie mal in diese Richtung überlegen, haben Sie dann heute schon einen kleinen Erfolg gehabt? Ja, der Kaffee war gut. Ja, ich habe mich vorhin hier verlaufen und habe wieder hergefunden. Es war ganz gut. Ich habe die S-Bahn nicht verpasst. Warum für uns die Definition für den Weg zum Erfolg dennoch in Richtung Job geht und warum wir die kleinen Dinge im Privaten übersehen, erklärt uns Frank Mutert, psychologischer Psychotherapeut aus München. Auch im Beruf ist es so, dass relativ einfach messbar ist, wie erfolgreich jemand ist. Das kann man an Titeln festmachen, das kann man an Einkommen festmachen. Und das eignet sich ganz hervorragend, um Vergleiche zu anderen herzustellen. Und wir alle sind Menschen, die gerne konkurrieren und wir alle möchten gewinnen. Insofern glaube ich, dass viele Menschen den Erfolg ausschließlich im beruflichen Bereich sehen und alternative Werte, was weiß ich, wie soziale Beziehungen, wie ein befriedigendes Privatleben, wie erfüllende Hobbys hintanstellen. Nach der Diagnose ging erstmal gar nichts mehr. Sie war monatelang wie in Trance. Erst durch therapeutische Unterstützung und einer neuen Einstellung zum Leben hat sie es langsam geschafft, dem krankhaften Stress zu entfliehen. Ich stellte sehr schnell fest, dass ich nicht mehr ins Büro, wo ich eben gearbeitet habe, im Vertrieb, ich konnte da nicht mehr zurück. Ich hatte da zu viel Angst davor, da ich mich schon auch im Vorfeld für das Gesundheitswesen interessiert habe, habe ich dann den Entschluss gefasst, selbstständig zu werden, um eben nur von mir selber abhängig zu sein und nicht von anderen Menschen. Margit Wolf hat ihren Sinn des Lebens neu definiert und lebt damit ausgeglichen und zufrieden. Doch sie ist einige von wenigen, die den Weg aus dem Erfolgsdruck gefunden haben. Wir sollten begreifen, dass in unserer heutigen Gesellschaft der Weg zum Erfolg auch ein Weg in die Einsamkeit ist.